Wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich war mit meinem Track Session und den Jungs im Bikepark La Fenassosa. Ein Bikepark zwischen Valencia und Alicante. Dort habe ich die Onza Aquila getestet und habe mir ein paar Eindrücke gemacht, eine persönliche Meinung und werde euch heute natürlich auch ein paar Daten zu dem Reifen nennen. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß beim Video. Ein Adler geleitet mit Agilität und Anmut durch den Himmel. Vor allem wird ein Adler mit großer Geschwindigkeit an Höhe verlieren und sein Ziel mit Präzision und Entschlossenheit angehen. Es gibt keine, die sie aufhalten können, wie die Schwerkraftpiloten auf diesen neuen Reifen. Enduro- und Downhill-Strecken dieser Welt, seid gewarnt, der Aquila ist gelandet. Es sind die absoluten Schwerkraft-Allrounder. Der Aquila bietet eine großartige Balance aus aggressivem Profil und offenen Bereichen für harten, losen und Mischboden. Das Profildesign bietet die besten Rolleigenschaften in Kombination mit hoher Bremsfähigkeit. Vorher will ich euch erstmal erzählen und zeigen, welche Varianten und Größen es bei diesem Reifen gibt. Und zwar gibt es den Reifen in 27,5 Zoll und in 29 Zoll mit einer 2,5 Breite. Den Reifen gibt es in Schwarz und mit Skinwall. Der leichteste der Reifen wiegt 1020 Gramm und 1250 Gramm wiegt der schwerste. Und jetzt werdet ihr euch wundern, denn der 1020 Gramm Reifen ist nicht mal der mit 27,5 Zoll, sondern mit 29 Zoll. Dann gibt es noch verschiedene Karkassen, und zwar die Trail und die Gravity Chasing. Den Reifen gibt es nur mit einer 50er Mischung. Das ist der weiche Reifen von Onza. Ich habe für den Trip nach Spanien den stärksten draufgezogen, und zwar den Aquila 2.5 GRC 50 in 29 Zoll. Leider wiegt der Reifen 1250 Gramm und ist somit der schwerste seiner Klasse, aber dafür auch sehr robust. Ich konnte die Reifen leider nur im Trockenen testen, aber habe natürlich sehr viele Informationen damit sammeln können. Beginnen wir doch einfach mal mit dem Rollwiderstand der Reifen. Denn die keilförmige Struktur der Mittelstollen liegt perfekt auf jeder Strecke. Der Widerstand ist so gering, dass man auch einfach mal laufen lassen kann und sich bei großen Sprüngen keine Gedanken um Geschwindigkeit machen muss. Und das Gute ist, man wird auch nicht so hart ausgebremst wie bei hohen und starken, steilen Stollen. Genauso wie die Reifen gerade auslaufen, fühlen sie sich auch in Kurven an. Sicher und schnell. Aufgrund der weichen Gummimischung des Reifens hatte man in jeder Kurve einen krassen Halt. Der Reifen ist mir tatsächlich nicht einmal weggerutscht oder aus der Linie gekommen, die ich fahren wollte. Ich muss aber dazu sagen, die Kurven dort waren staubtrocken und mussten wirklich sehr gut ausgefahren werden, damit man nicht wegrutscht. Kommen wir nun zur Downhill-Line, den der Park zu bieten hatte. Nebenbei muss ich sagen, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so aggressive und scharfkantige Steine gefahren. Man muss sich das so vorstellen. In vielen Ländern, wo wir normalerweise Mountainbike fahren, sind die Steine sehr glatt. Natürlich haben sie hier und da ihre Kanten, aber werden meistens vom Regen über die Jahre glatt geplätschert. Das ist in Spanien aufgrund des geringen Regens leider nicht der Fall. Die Steine sehen aus wie Korallenriffe und fühlen sich auch genauso an. Also hinfallen will man dort nicht. Aber genauso wie es sich für unsere Haut anfühlen würde, wenn man stürzen würde, genauso und noch mehr müssen es unsere Reifen aushalten. Der Untergrund ist einfach echt krass. Was soll ich euch jetzt sagen, Leute? Die Reifen rollen. Sie haben einen unheimlichen Grip. Natürlich hat man auf diesen Steinen sowieso einen ultimativ krassen Grip, da sie eine sehr raue Oberfläche haben. Ich bin die Reifen mit 1,6 Bar auf diesen Steinpassagen gefahren. Und da ich an der einen oder anderen Stelle etwas zu schnell gewesen bin, obwohl ich die Strecke überhaupt nicht kannte, habe ich mir vorne an einem sehr spitzen Stein ein kleines Loch eingefahren. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich mit voller Kraft da reingeknallt bin. Thank you.
Deshalb nehme ich es auch dem Reifen nicht übel, dass an der Stelle jetzt ein kleines Loch ist. Ich muss sagen, ich habe es auch erst 2 Tage später bemerkt, da an der Stelle auch Milch rausgekommen ist. Glücklicherweise war der Samuel da aus der Schweiz. Schöne Grüße nochmal an dich und vielen lieben Dank für deine Hilfe. Der mir das Loch gestopft hat mit dieser Wulst. Das hört sich immer so eigenartig an, ne? Ich werde den Reifen auf jeden Fall so weiterfahren und schauen, wie der sich in der nächsten Zeit verhält. So ihr Lieben, kommen wir nun auch endlich zum Schluss des Videos. Was halte ich persönlich denn von dem Aquila? Ich persönlich finde den Reifen super geil. Es ist ein perfekter Rounder fürs Enduro-Fahren und Downhill-Fahren. Das einzige Manko, was ich an dem Reifen sehe, ist ein bisschen das Gewicht mit der GRC-Karkasse. Man kann den Reifen natürlich auch mit einer TRC-Karkasse fahren. Da wiegt der Reifen nur noch 1020 Gramm. Aber man muss sich das halt so vorstellen. Schwerer Reifen, viel Material, geht halt nicht so schnell kaputt. In meinem Fall habe ich jetzt halt wirklich tatsächlich Pech gehabt und an einer Stelle ist halt auch ein kleines Loch reingekommen. Aber mein Gott, das war ein sehr, sehr scharfkantiger Stein. Und ich kann damit auf jeden Fall leben. Der Reifen ist auf jeden Fall immer noch drauf. Er läuft und ich habe damit ultra viel Spaß. Wie ihr sehen könnt, habe ich mein Track Session nach dem Spanienurlaub jetzt erstmal umgebaut. Und zwar zu einem Mallet. Ich habe hinten den Ibex als 2-4er aufgezogen, auch mit der weichen Gummimischung und der Trail Casing Karkasse. Ich habe den Reifen gewählt, da der Aquila leider nicht lieferbar war in 27,5. Aber wie ihr wisst, werden wir den Reifen bald auch testen. Deshalb stay tuned, abonniert den Kanal und wir sehen uns entweder auf dem Trail oder im nächsten Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Euer Lucky Day. Blöp.